Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Police Simulator Patrol Duty, glaube ich. Patrol Officers. Patrol Officers. Ja, mit dem Max. Hallo. Und gleich nach dem Intro seht ihr, wie wir die Streife hier gehen. Jo, lasse ich die Kamera Jo, mal links erstmal. hast du mich ja jetzt mal voll überrascht hier mit deinem Intro, ey. Wäre noch Wie? gar nicht gefasst drauf. Achso, auf die Aufnahme? Ja. Ah, jetzt die Kamera passt. Müsste eigentlich passen. Ja. Was müssen wir denn machen? Strafzettel ausstellen. Ja, wie immer halt, ne? Ja. Ah, wir haben eine Fußgängerstreife. Ah, 19. Ach, wir sind Fußgänger. Ja, Okay. ich konnte da nichts einstellen. Es hat einfach gestartet. Okay. Abgelaufenes Kennzeichen. Fangen wir hier gleich mal an. Ja. Und wir haben Nachtschicht, Leute. Wie ihr seht. Und. Ja, es dürfte nicht mehr ruckeln, ich habe einen neuen PC. Aber ich sehe gerade. Ach Mann, ich habe das gar nicht falsch. Ich habe das falsch eingestellt. Warte Was mal, hast du Leute, ihr falsch? seht ja nur die Hälfte. Es ist mir gerade erst aufgefallen. Was machst du denn Ist immer wieder? die Umstellung zwischen 4K und HD und dann ist wieder das Bild nicht ganz Wehe, du lässt dich heute correctly. zusammenfahren, gell, zum Ende der Schicht. So. Wo kann man denn nicht hüpfen bei Jetzt seht diesem ihr alles Spiel? wieder. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, gell? Was Hey, denn hier für darf ein? man doch nicht parken, also ganz ehrlich. Boah, der ist aber sehr. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Nö. Wieder einsatzbereit? Nee, Kleines oder? Dorf gesuchte Person ist langweilig. Hier ist einer total suspicious. Der hockt hier und schickt immer sein Handy weg, wenn ich komme. Hier muss ich ein bisschen beobachten. Hier ist 4562. Ich suche nach der verdächtigen Person. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Nee. Aber irgendwas muss ich dem doch. Der darf doch hier nicht parken. Weiß nicht, wo du bist. Ach, da nicht. Expired. Parkour Aber so eine abgelaufen. Fußgängerstreife ist schon ein bisschen lame, sage ich jetzt mal. Ja, es kommt auf einmal, was halt für Einsätze kommen, ne? Ja. Oh, dem ist die Uhr abgelaufen. Wichtig ist, immer schön auf den Verkehr achten. Ja. Ja, das war lustig, letzte Folge. Ja, es war nicht lustig. Doch, war schon lustig. Ja. Ganze Scheiß umsonst. Ah. Hier, der steht auf dem Dings. Auf dem Bürgersteig. Parkour abgelaufen. Rolex, Der steht vor 50 dem Punkte schon. Hydranten. Geht ratzfatz. So viel Parks sind da hier in der Stadt. Ah, ihr habt grün, okay, ihr dürft laufen. Also mal auch mal gucken, gell? Ja. Auch, oder jemand Müll weggeschmissen, das habe ich gesehen. Parkt der hier? Direkt an der Ampel. Das ist, glaube ich, nicht mein Freund. Du wirst abgeschleppt. Entschuldigen Sie, das habe ich gesehen. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Wann Straße darf man einen geworfen haben. Abschleppwagen rufen? Immer, Das glaube ich. passiert doch jedem Mal. Echt? Ja. Ich habe sie jetzt alle nicht abschleppen lassen. Ah, ich lasse sie auch nicht abschleppen. Ja, es Das gibt einen gibt einen Strafzettel. Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa Wo 25 bist Dollar. du eigentlich? Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich Da weit kommen voneinander Sie weg. schon so viel? 400 Meter. Der andere steht falsch rum. Da, Ihren Ausweis bitte. Strafe. Position, Hier ist er. Ausrichtung, falsche Richtung. Alter, was ich hier aufschreibe. Du stehst auf dem Gehsteig. Ich habe gegähnt. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Boah, ich mache hier Punkte, Junge. Ich mache hier Punkte, Alter. Läuft einfach über die Straße. Hä? Darf man nicht. Glaube ich. Glaube ich. Was? Unerlaubt die Oktober. Straße Ich oder halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die so. Ich Straße glaube, überquert haben. 30.05. Okay. Ja, Officer, es tut mir leid. Du stehst viel zu weit vom Gehsteig weg. Das gibt auch einen Er sagt, es Strafzettel. tut ihm leid, aber trotzdem kriegt er einen Ich stelle Ihnen einen Strafzettel. Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Was? Straße aus. Bei mir gibt es Etwa keine Gnade. 25 Dollar. Warum ist das so Alter, geil. teuer? Ich schreibe hier Leute auf, das Alles kannst du dir gar gut. nicht vorstellen, Einen ey. schönen Tag noch. In einer Tour.
Den alle auf dem Gehsteig. Ihr kriegt alle einen Strafzettel. So. Da ist sogar die Parkuhr noch nicht abgelaufen, aber bist du halt dumm, wenn du Scheiße parkst, ne? Prüft nicht. Wir haben Mai, oder? Wir haben Mai, ja. Dann ist dein Kennzeichen abgelaufen. Und die Parkuhr auch. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Das machen wir, das lustig eigentlich. Ja, okay, muss ja. Nimm mal an. Ich kümmere mich darum, bin schon unterwegs. Wie geht es oder wo geht es? Wo müssen wir das jetzt machen? Da, wo muss dreh ich ein bisschen und oben auf dem Hub steht irgendwo. Ah, dann okay. Der rote Punkt, oder? Ja. Da habe ich gar nicht so weit hin. Ich schon. Und da kannst du dann deinen Verkehrstafel rausnehmen und kannst die Leute aufhalten, wo du was Verdächtiges siehst. So, Unterbodenbeleuchtung, ja, kaputte Sachen. Ja, oder so. Genau. Okay, aber muss man die dann auch geschwindigkeitskontrollieren? Nee. Die fahren da eh langsam rein. Und dann fahren sie rechts ran, quasi. Das ist extra so aufgebaut. Da kannst du, glaube ich, zwei Autos gleichzeitig rausziehen. Und ja. Hier, und wo muss ich mich da... Alter! Wo muss ich mich da hinstellen? Ja, in die eine freie Ding, wo die Leute durchlaufen. Leute durchfahren können. Geht ist ja nur eine Spur. Ah, scheiße, da ist jetzt der erste gleich vorbeigefahren. Verdammt. Ja. Der hat geraucht. Ja, du stehst richtig, genau, da kann man. Okay. Soll ich aufhalten und du kontrollieren, oder wie machen wir's? Ne, du kontrollierst, würde ich sagen, weil das ist ja. Okay. Ja. Ja, wow. Also, ich muss sagen, das Police Simulator Patrol Duty war spannender. Ja, da kam, richtig. Da kamen mehr interessante Einsätze und da musste man auch ein bisschen mehr so rumheizen und so. So, was ist mit dir? Na, du. Soll man durchlassen? Ja. Okay. Der hat ja nichts, oder? Da ist ja nichts zu sehen. Ist ja super ordentliches Auto. So, jetzt pass auf die Taxe da. Ja. Alter, viel zu schnell. Hab ich gemeldet. Bei dem ist nix. Hey, wie darf man hier fahren? Alter. Ist 40 km/h gefahren, das ist schnell. Ja. Kann ich denn eigentlich dieses Ding... Du musst dich dann vor den stellen, so. Rechtsklick und Linksklick. Auf sein Gesicht. Stell dich auf die Straße und lass die einzeln wirklich durch. Jetzt, wenn du den fahren lassen willst, dann geh wieder runter, genau. Hast du den jetzt aufgehalten? Ja. Der hört sich aber auch komisch an. Ist irgendwie ein Reifen kaputt oder so? Hä, wieso läuft hier einer auf der Straße? Stopp! Fahrer festhalten, Verkehrskontrolle. Bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Stimmt etwas nicht, Officer? So viel Geld habe ich nicht, sagt er. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. So, was ist mit dir? Bitte schön, Officer. Bei dem hier ist ein Licht kaputt, den halte ich auch auf. Ja. Bei der Frau. Hey, jetzt backen Sie ineinander. Kannst du mal in den Polizeicomputer kurz gucken und schauen, ob der beim letzten... Wie mache ich den auf? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Okay, Polizeicomputer. Bitte schön, ja, was soll ich? Und da kannst du dann sehen, wen ich zuletzt kontrolliert habe. Der müsste heißen... Was ist denn der Name? Jones. Genau, ja. Ist da irgendwas auffällig? Waffenschein nein, Aufnahmebefehl nein, Führerschein ja, Äußerungsstatus gültig. Bisherige Verstöße, Bestechung und Ladendiebstahl. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürger. Okay, aber im Auto ist alles okay. Versicherungsstatus ungültig. Ah, okay. Dann habe ich ja schon mal was. Und die jetzt vorne steht, da ist das Licht kaputt, gell? Ja. Wir müssen jetzt mit der Versicherung. Ah, stopp. Bei dem ist die. Okay. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Okay, jetzt muss ich dir wahrscheinlich helfen, weil jetzt haben wir noch einen mit einer kaputten Scheibe. Du kannst nicht drei auf einmal aufnehmen. Viel?
So? Doch, der hält nämlich auch an. Fahren. Ach so. Schönen Tag. Nee, hält er nicht. Fahren Sie vorsichtig. Er blinkt aber. Ja. War jetzt mal die hier. Hä? Warum kann ich jetzt hier nur Fahrer festhalten oder laufen lassen? Ja, du musst festhalten drücken und dann Verkehrskontrolle. Du musst immer angeben, warum du ihn aufhältst quasi. Ja, schwer über die Straße, ey. Sapralot. Jetzt kommt hier kein Auto. Oh, das dauert alles so lang. Macht mal hinne hier. Okay. Ablaufdatum. Ah. Oh, der ist abgelaufen. Der Führerschein ist abgelaufen, Madam. Warte, ich schau mal nach bei der Madam im Polizeicomputer. Ob was auffällig ist. Adams Evelyn. Ja. Ja, der Rest passt. Okay. So, das heißt, du kriegst jetzt erstmal einen Verstoß wegen Führerschein abgelaufen. Oh, in der Taxi fällt auch das Licht. Halt, stopp! Warum ist das so teuer? Weil lustig ist dann immer oben, dass da die Emotionen angezeigt werden. Sie scheint wirklich traurig zu sein. So, Verstoß bestrafen. Fahrzeug. Defekter Scheinwerfer. Das ist gleich noch einer mit defekten Scheinwerfer. Routinekontrolle. Bitte kooperieren Sie. Hab ich was falsch gemacht? Sie vermiesen mir den Tag. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Machst du bei denen dann auch immer so einen Alkotest oder so? Ja. Wenn das Verdächtiges da ist. Also die Taxi ist weitergefahren mit der kaputten Scheibe. Ablaufdatum. Oh, ist abgelaufen. Das ist die Versicherung. Ist abgelaufen. Okay. Er scheint Angst zu haben. Dann bestrafen wir jetzt mal den Versicherungsschutz. Das gibt einen Strafzettel wegen. Er hat bestimmt Drogen genommen. Ja, der ist auch ein bisschen komisch. So viel Geld habe ich nicht. Dann kriegst du einen Strafzettel für defekte Scheinwerfer. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der defekten Scheinwerfer. $150. Echt macht komisch bis zu aus. $150. Weiterfahren. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. So, wenn du mir jetzt zum Anwalt drohst, dann steigst du bitte aus, ja? Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, gell? Ich knall den auch gern ab. Ja. Ist schon klar, dass du hier gerne jemanden abknallst. Ja, nicht, dass er dich angreift oder so. So, Alkoholtest, komm, auf geht's. Doch viel zu schnell, Junge. Wasch mit Drogen? Du bist suspicious. Dich halte ich an. Wasch mit Drogen? Ihre Schicht ist um, Officer. THC? Darf Alter! Du! Auch anhalten. So. Du kannst nur zwei. Nein, der hält auch an. 21 Gramm Mariana. Ist das noch okay oder nicht? Nee, das ist zu viel. Okay. Oh, scheiße. Falsche gedrückt. Gibt Minuspunkte. Nee, wie viel habe ich gesagt, wie viel Cannabis hat er dabei gehabt? 21, gell? Die dürfen 28 Gramm haben, Max. Recht? Ja. Marihuana, 28 Gramm dürfen die dabei haben. Ja. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, ach du machst den. 13.09.2019, das ist doch abgelaufen, oder? Die Versicherung. 19, ja. Die scheint nervös zu sein. Ja, dann volles Programm. Erstmal Fahrer, kein Versicherungsschutz. Das ist ein schwieriger Scheinwerfer kaputt, das sehe ich doch von. Hä? Kein anderes Auto gespawnt. Dich will ich nicht. Dich will ich. Halt, stopp! Boah, bin fast zusammengefahren worden. Ja, das ist hier echt gefährlich, die heißen ja alles so schnell fahren, ja. Der hat, hast du ihn aufge. Ja. Kaputtes Licht. Wie siehst denn du aus, ey?
Sieh dir mal was Gescheites an. Da ist hinten das Licht kaputt und vorne. Routinekontrolle. Bitte kooperieren Sie. Das bestrafen wir erstmal. Fahrzeug. Defekter Scheinwerfer. Strafzettel. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der defekten Scheinwerfer aus. Macht bis zu $150. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, Pech gehabt. Und jetzt gleich. Defektes Rücklicht. Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des defekten Rücklichts. Macht bis zu $80. So viel Geld habe ich nicht. Tja, dann hättest du es vorher überlegen müssen. Amphetamin im Blut. Den Führerschein. So, so. Wenn möglich, den Versicherung. Ah, wirst jetzt mal durchsucht. Bitte schön, Officer. Passt? Passt auch. Hä? Wie heißt der Isabella? Der Typ. Keine Ahnung. Alles klar, Isabella. Sie können weiterfahren. Warum gibt es hier keinen Verstoß bestrafen wegen Fahren unter Drogeneinfluss? Das verstehe ich. Gibt's doch. Echt? Ja. Aber nur bei Alkohol, oder? Bei Drogen auch? Ja, ja. Hast du sie doch schon durchsucht? Ja, hat nichts dabei gehabt. Aber sie hat Amphetamin im Blut gehabt. Keine Gegenstände im ganzen Auto nicht. Doch gar nicht. Ist das Auto geklaut? Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ja, dann kann ich das Auto abschleppen lassen, oder? Ja. Was? Hast du sie schon durchsucht? Ein Auto muss abgeschleppt werden. Ja, schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Gehen wir dann mal kurz nach Hause, wa? Verstanden. Ja. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Aber der Abschlepper ist schon cool gemacht. Ja. Ja, sieht cool aus. Nicht wie bei Emergency. Ja. Na gut. Da, 100 Meter. Warte mal, ich glaube, wir gehen hier mal schön über die Straße, wenn grün ist. Warte, da schreiben wir. Ach, der hat schon Strafzettel. Okay. Ja, der war falsch, aber ich weiß nicht, was der. Da. Was jetzt dürfte ja eigentlich nichts mehr passieren, oder? Ey, das kann eine Person verschwinden. Stopp. Was denn? Junge. Verstoß. Umweltverschmutzung. Ach, Strafzettel. Dumme Sau. Einfach direkt vor meinen Augen, Alter. Warum ist das so teuer? Warum ist das so teuer, halt die Fresse? Sei froh, dass ich dich jetzt nicht nochmal durchsuche, weil ich Feierabend habe. Immer diese Überstunden, ey. Heute haben wir richtig Pumpe gemacht, Junge. Hat schon wieder einer was weggeworfen. Egal. Was ist los mit den Leuten, ey? Soll die Tagschicht machen. Aber was muss ich jetzt machen? Schicht beenden. Wo? Wie? Ich glaube, das muss ich machen. Mein Partner wartet auf mich. Ach, hier. Jetzt habe ich meine Übersicht gar nicht gesehen. Ah, jetzt kommt sie. Wow. Parken, Fußgänger parken, Verkehr. Aber keine Strafe bekommen. Geil. Viele Punkte waren es nicht. Nee, ich habe auch immer noch 2 von 10 Sternen. Was ist A? Ich habe den neuen Stadtteil freigeschalten. Ich weiß nicht, ob ich dich dann dazu einladen kann. Aber das, liebe Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ach ja, und was wir ganz vergessen haben, frohe Weihnachten. Jo! Heute ist ja der 24. Deswegen, frohe Feiertage. Dann sehen wir uns Silvester wieder. Ciao. Ciao.